Ja, herzlich willkommen zurück zu Outlast. Wir machen jetzt da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir sind hier gerade durch die Sicherheitsschleuse durch und ja, wie bei jedem Stand einer neuen Folge, es ist jetzt schon wieder gruselig, obwohl wir hier, oh Gott, gerade im Tageslicht stehen und, Tageslicht, in Licht stehen und, ich weiß nicht, es ist nach wie vor scheiße gruselig, dieses Spiel. Zwei schon wieder. Aber die kommen jetzt nicht da durch, oder? Ihr seid doch krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr seid doch krank. Nee, muss ich hier rausspringen? Hier war ich doch schon. Hier ist doch die Zelle, wo ich auch wieder aufgewacht bin. Nee, garantiert springe ich da jetzt nicht raus. Aber anscheinend muss ich da raus. Du kannst dich seitwärts nach links oder rechts bewegen, okay? Bin ich jetzt nicht bei den... Wenn ich jetzt hier hochkletter, bin ich doch bei den Typen. Oh Gott, ey, ich sehe es schon wieder kommen, dass ich mir jetzt gleich direkt wieder vor Schiss in die Hose kacke. Hä? Und jetzt sind die gegangen? Egal, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Ja, ja, ja. Oh, cool, eine Batterie. Huiuiuiui. Ah, Dokumente. Ja, ja, ja. Murkoff Corporation. Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Reinigungstore? Was sind da? Hä? Okay. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch bla 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 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Ja. Ah, cool, hier waren wir eben. Komme ich wahrscheinlich auch nicht. Oh doch, ich komme da weiter. Nee, warte mal. Ich will aber erstmal hier hinten eben. Oh Gott. Okay. Wo gehe ich jetzt lang? Gehe ich hier als erstes lang oder? Gut, hier ist zu. Hoffe ich doch mal, dass er zu ist. Ich kann es zumindest nicht anklicken, also nicht. Showers. Diese Tür ist eine Schüssel. Jetzt muss ich wieder so eine scheiß Schlüsselkarte suchen, oder? Hä, sind das meine Fußspuren? Ich gehe mal extra durchs Blut. Das sind meine Fußspuren. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Alles klar, Leute.
Achso, wir haben ja Notizzettel. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Naja, warum hat er mich dann eben angegriffen? Oh, Gott sei Dank, die Sicherheitskarte. Dankeschön. Kann ich hier weiter? Nein. Ey. Boah, Leute, ich spiele das Spiel über Headset. Klar, auch wegen dem Sprechen. Das ist so unglaublich zermürbend, diese ganze Geräuschkulisse hier. Das ist der Wahnsinn. Hier war ja nichts. So, ich habe ja gesagt, ich spiele das Spiel immer bis zu den jeweiligen Speicherpunkten. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, nur da wir ja gerade erst 9 Minuten gespielt haben. Hä, bin ich jetzt hier draußen oder? Ja, auf jeden Fall, da wir ja jetzt erst 9 Minuten gespielt haben, werde ich jetzt hier etwas weiter spielen. Ich werde verfolgt! Alter! Nein. So, wenn ich jetzt wieder da hochgehe. Also entweder stehen die jetzt da hinten in der Mitte oder die sind wieder weggegangen. Und Gott sei Dank wieder ein bisschen Licht. So. Die Frage, wohin muss ich? Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke. Auftragsnummer, Auftragsnehmernummer, bla 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 bla. Keine lebende Anverwandten. Stadt Colorado, bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Ort Colorado, Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke, Aufenthaltsdauer in der Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrag, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre, Geschlecht männlich, Farbe, Rasse weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig. 1918 geboren, Geburtsort Deutschland, okay. Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen am 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4:11 Uhr eintrat. 4:11 Uhr eintrat.
Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche, Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Alles klar, eigentlich nur eine Art Totenschein. Okay. Autsch. Okay, mehr zu sehen gibt's hier aber nicht, ne? Ich hätte mal eben besser drauf achten müssen, was die Fetten da sagen. Die Psycho-Dinger da. So, kommen wir hier weiter? Nein, war klar. Die mich da umbringen wollen. Da hätte ich mal besser drauf achten müssen. So, hier war das weiter, ne? Ja. Hier ist ein Aufzug. Oder so eine Schleuse gewesen. Ich wette mit euch, dahinter steht einer, oder? Ne, da ist der Ausgang. Na gut, ich würde erstmal sagen, hier machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann.